Ist das eure Antwort? Ich denke, ihr verbergt euren Verrat. Ich glaube euch nicht. Ich werde euch helfen, das muss nicht so sein. Ihr habt euch das selbst reingeritten. Ich glaube nicht, dass ich euch helfen kann. Nehmen wir mal die zwei. Ich glaube schon. Ich kann verkümmern und sterben, weil ich euch nicht getötet habe. Oder ich falle im Kampf und bete darum, dass mein Herz bei Martha Vergebung finden wird. Keine Rettung. Keine zweite Chance. Bringen wir es hinter uns. Ich fahre in die Hölle, die Irenikus versprochen hat. Imata soll mein Herz nehmen, aber ich habe keine andere Wahl. Bringen wir es hinter uns. Auf geht's. Ist was los? Braucht ihr etwas? Zeit aufzubrechen? Ja, Yoshimo. Ja, shit. Nächstes Mal. Okay, okay. Meinen Freunden werde ich ihr nichts tun. Die sind übrigens alle nackt, die Klone, sehe ich gerade. So, Yoshimo, mal sehen, ob wir... Los, spuck es aus. Auf meiner Klappe. Natürlich. Unser Zeug wieder kriegen. Und wir kriegen unser Zeug tatsächlich wieder. Geht den Yahiras nimmer vor dem Beutel. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Das Problem wieder an dem Ding ist, Magiezauber wurden deaktiviert. Ja. Ring der Gnadentöter. Ring der Handlungsfreiheit. Beeinflussungsring. Ja, der Ring ist besser auf jeden Fall. Giftschutz brauchen wir nicht unbedingt. Nö. Gürtel kann sie aber auf jeden Fall tragen. Armbänder des Bogenschützen, die sind nice. Umhang der Unauffindbarkeit. Ja, Elektrizitätsschaden brauchen wir nicht unbedingt zurückwerfen. Schnelligkeitsöl, Unsichtbarkeitstränke. Wir hatten noch Platz frei. Yoshimos Herz? Ihr müsst das Herz Yoshimos zu einem Priester Simata bringen, damit er den Fluch brechen kann und der Dieb im Tod seinen Frieden findet. Das kriegen wir hin. Der Ring der Dietriche. Schlösser öffnen. Fallen stellen, leise bewegen und im Schatten verstecken. Da ist Schlösser öffnen wichtiger. Und Stiefel der Diebeskunst. Aber bei wem bringe ich die jetzt noch runter? Was machen die? Leise bewegen und im Schatten verstecken. Da hat sie jetzt gerade Frostschutzstiefel, die sie nicht unbedingt braucht. Also ja, wir müssen das Inventar irgendwie irgendwann sortieren, sobald wir können. Ich hätte auch einfach alles, was ich Yoshimo jetzt abgenommen habe, in den immer vollen Beutel stecken können. Na, stecken wir mal Tränke da rein. Okay.
So. Gut. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja. Quick Save mal kurz machen. Dann den Schwierigkeitsgrad runterstellen und unsere Stufenaufstiege machen. Talisa hat nämlich einen. Ein 4er, 5er und 7er Priesterzauber, das ist gut. Zwei Trefferpunkte, Sagenkunde, ist okay. Zusätzliche Waffenfähigkeit, ETW reduziert, ein Trefferpunkt. Ja, Kampfstäbe kann ich hier nicht mehr geben, also kriegt sie noch eins mit Kampf und mit Waffe und Schild. So, dann packen wir die Einstellung wieder richtig hin. Sie hat keine neuen Zauber gekriegt, weil das war ihr Aufstieg im Kämpferlevel. Ja. Talisa hat aber neue Zauber, Stufe 7. Finger des Todes. Sonnenstrahl. Erleiden Schadenspunkte in Rettungsruf gegen Zauber, deswegen werden sie für 10 geblendet. Und Tod im Wirkungsbereich erleiden 1 bis 6 Schadenspunkte. Ja, das ist immer schön. Das ist gut gegen Bodhi. Da wäre ein Flammenschlag noch schlecht. Und hier noch ein Schutz vor Lebenskraftverlust. Nicht unbedingt. Lieber noch ein Schutz vor dem Bösen. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. So. Ja, keine große Herausforderung. Jetzt zeigen wir mal Imo in Grund. Harry? Ich bin bereit. Was kann ich tun? Die haben ja als Einzige wirklich einstecken müssen. So, nochmal ein Quick Save, dass alles sicher ist. Nochmal einen Blick auf den Schwierigkeitsgrad werfen. Okay. Ja, und aus den Räumen hier sind jetzt überall die Meuchelmörder rausgestürmt, inklusive Yoshimo. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Wurde aber schon erledigt. Erzählt mir mehr davon. Ja, normalerweise müsste hier noch irgendwo was rumliegen. Oder war das doch oben irgendwo? Keine große Herausforderung. Ich glaube, das war oben. Jetzt können wir nämlich auch das Obergeschoss noch erkunden. Weil das hier ist ja... Das hier ist ja der Keller. Also da ging es ins Labyrinth ganz runter. Das ist der Keller und dann haben wir noch den ersten Stock. Wir können mal kurz in unsere Aufgaben gucken. Erledigte Aufgaben. Ja, Flucht aus dem Heim. Gucken wir mal, was wir gelesen haben. Das hier mit Seemond hatten wir schon, also sind die letzten beiden Einträge neu. Ich habe die Insassen freigelassen und aufgehetzt, sich gegen Irenikus zu wenden. Sie sind in einem großen Pulk nach unten gegangen und ich werde mich beeilen, müssen sie einzuholen. Hoffentlich wird das genug sein, den Magier zu besiegen, aber leider habe ich das Gefühl, dass es bei weitem nicht reicht. Irenikus hat offensichtlich kein Bedürfnis, um das Heim zu kämpfen, da das Ritual an mir vollbracht ist.
Seine Pläne können offenbar auf Wandos zu ihrer Vollendung gebracht werden. Er ist daher mit meiner und dem Mondseele verschwunden. Er hat die Meuchelmörder, die er unten unter seiner geistigen Kontrolle hatte, freigelassen und damit dieses Irrenhaus in ein wahres Tollhaus verwandelt. Ich muss von hier entkommen und einen Weg finden, die Insel zu verlassen. Jo. Das haben wir auch vor. Das kann ich ja eben morgen noch die Sachen rüberschieben. Das ist ein Questgegenstand. Der ist... Ja, und jetzt ist ihr Gepäck schon wieder voll. Wegen den ganzen Pfeilen. Ich warte. Nun gut. Und Schleuderkugeln, die sie mit sich führt. Das könnte ich eigentlich auch machen, indem man vorhin Beutel die Pfeile und so reinpacken, Munition. Was immer ihr wünscht. Ein Spitzbubenstein. Die sind immer schön, weil sie sehr viel wert sind. Bisschen Kohle. Okay. Fort und verschwunden, so wie der Schatten das Morgenlicht flieht. Ihr werdet ihn doch nicht so leicht davonkommen lassen. Der geht hier jetzt langsam auf die Nerven. Warum ermutigt ihr mich? Ihr wart doch in seinen Diensten. Ich werde keinen von euch entkommen lassen. Ihr habt ihnen geholfen und ihr werdet auch gemeinsam sterben. Was macht ihr hier? Haben euch eure feigen Meister nicht mitgenommen? Für den Augenblick habe ich seine Pläne vernichtet, aber er ist mit meiner Seele entkommen. Ich werde ihm folgen. Nehmen wir mal die 1. Das war ich aber nur, um Herrin Bodhi zu gefallen. Mächtige Leute entledigen sich mächtiger Dinge und wenn sie sich ein neues Schwert zulegen, ist das für jemanden wie mich um einiges besser. Aber sie ist zweifellos mit ihrem Bruder und Meister geflohen und hat mir das Durcheinander überlassen. Jemand wie ich kann daraus keinen Gewinn ziehen. Übrigens, ich weiß ein bisschen von seinen Plänen, weil ich ein oder zweimal in sein Tagebuch geschaut habe. Es ist zwar wenig, aber ich kann mir vorstellen, dass wir alle in Bedrängnis geraten, wenn er nicht aufgehalten wird. Ich weiß nicht, warum ich euch plötzlich vertrauen sollte. Ihr wart nicht in Gefahr. Warum fürchtet ihr euch plötzlich so sehr vor Irenikus Plänen? Er hat kein Wort darüber verlauten lassen. Zweifellos spürt er, dass ein Schurke von seiner Anlage hier immer unvollkommen ist. Das kann man ihm nicht einmal zum Vorwurf machen. Ich habe viele tote Freunde, die sich brüsteten, als Schweigen nützlicher gewesen wäre. Also ja, Freunde, die zu viel geplappert haben. Aus dem, was ich in seinem Tagebuch sah und was ich aus den Unterhaltungen mit Bodhi heraushörte, weiß ich, dass sein Zielort eine Elfenstadt im Tethyr-Wald ist. Suldanesala. Der Tethyr-Wald. Oh, das ist lange her, dass ich von dem gelesen habe. Was er genau dort vorhat, weiß ich nicht. Aber anscheinend erwartet er dort, mächtiger als alle anderen zu werden. Sogar als Götter. Und das kann nicht gut sein. Daher biete ich euch meinen Dienst an, in der Hoffnung, dass wir uns gegenseitig von Nutzen sein werden. Ich bin sicher, ihr versteht meine Motive zur Selbsterhaltung. Was könnt ihr mir wohl anbieten? Eure Zunge könnte genauso gut gespalten sein. Ich glaube euch nicht, was ihr sagt. Ihr schlagt also Loyalität vor. Ich kann darin nur einen Nutzen für euch erkennen. Was könnt ihr mir anbieten? Natürlich würde ich mich euch nicht aufdrängen ohne ein ordentliches Friedensangebot. Lasst mich euch erstmal darüber aufklären, wie ihr von diesem Ort entkommen könnt. Irenikus ist durch ein magisches Portal entflohen. Es könnte mit Fallen versehen sein und sogar ins Unterreich führen. Kein ungefährlicher Ort. Er versiegelte die Türen, aber ich glaube, ich kann uns an die Oberfläche bringen. Ich empfehle, dass wir zurück auf mein Schiff gehen. Ich weiß, wohin es ihn treibt. Wir könnten ihm den Weg abschneiden. Das scheint annehmbar zu sein. Wo ist der Haken? Und was erwartet ihr als Gegenleistung? Ich schätze Gold oder sowas. Wo ist der Haken? Es gibt keine versteckten Bedingungen für meine Hilfe. Ich wünsche mir nur eure Freundschaft oder zumindest eure Vergebung. Ich brauche Verbündete, wenn ich überleben will. Mir ist es egal, welche Route wir nehmen. Ich will meine Seele zurück. Und ich will, dass Irenikus für das, was er getan hat, leidet. Werdet ihr jetzt das Portal ausprobieren oder mich nach oben begleiten? Vielleicht wende ich die Klinge an, die ich als Bezahlung erhielt, um euch meine guten Absichten zu zeigen. Ich denke, ich werde das Portal versuchen. Egal, ob es dort dunkel oder unheimlich ist, es ist klarer als eure Motive. Out of character Spoiler, wir werden nicht das Portal benutzen. Weil, das weiß ich noch ganz genau, damit überspringen wir einen sehr wichtigen Teil. Beziehungsweise, was heißt wichtig für die Story, es ist nicht relevant, aber es
fehlt uns dann einfach ein bisschen was. Unter anderem gibt es dort auch Teile für unsere Waffen, die wir noch zusammenbasteln wollen. Ja. Deswegen werden wir nicht das Portal benutzen, sondern ihm helfen. Auch wenn es eigentlich ganz und gar gegen Talisas und Simoens vernünftigen Menschenverstand geht. Ich werde meinen eigenen Weg finden und euch ebenfalls zu. Nun gut, führt uns nach draußen und wir werden euer Schiff nehmen. Eine umsichtige Wahl. Erlaubt mir, meine magischen Fähigkeiten zu nutzen, um Irenikos Schutzwald zu durchdringen und uns dann in die Oberwelt oder die Sonne zu teleportieren.